Es ist Mittwoch, der 8. Juni. Ich begrüße Sie zum FM1 Wetterflash. Herzlich willkommen. Über Mitteleuropa herrscht ein kriege Druck gegen Gesetz. Dabei ist die Luft im Alpenraum angefeuchtet und labil geschichtet. Das Resultat ist ein wechselhafter Wettercharakter mit Schauer und Gewitter. Und genau diese Schauer und Gewitter sehen wir auch hier auf dem Strömungsfilm. Wechselhaft mit Regengüssen, so ist es aktuell. Es ist nass. Zum Teil wird die Nässe auch von Blitz und Donner begleitet. Die Sonne sehen wir, wenn überhaupt, nur selten. Temperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad. Ja, am Nachmittag geht es in dem gleichen Schema weiter. Sie sehen es hier. Es regnet und dazwischen blitzt und donnert. Die Sonne die kommt, wenn überhaupt, ganz schüch einmal zum Zug. Temperaturen erreichen maximal 20 Grad, wie hier in Wiel. Ja, und es geht auch wechselhaft weiter. Auch der Donnerstag ist wechselhaft, eben mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauer. Am Freitag sieht es dann sehr gut aus. Hier dominiert dann endlich wieder mal die Sonne und das Quecksilber steigt bis auf 21 Grad. Aber das Wochenende, das geht dann schon wieder ins Wasser. Sie sehen es, es regnet. Und am Samstag haben wir dann auch noch Blitz und Donner. Und Temperaturen, die gehen zurück. So liegen sie am Sonntag bei 17 Grad. Das war's. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.